Benze Banki führt die Meisterschaft nicht an, aber das Feld. 23 Punkte muss er aufholen, um heute Meister zu werden. Die ersten 13 Punkte würde er aufholen, wenn es so zu Ende gehen würde, wie es gerade eben startet. Aber ich habe schon gesagt, das Rennen ist noch nicht mal freigegeben. Also schauen wir drauf, wann kommt das Green, 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 da kommt es. Vorneweg Moritz Löhner, der setzt sich direkt gut durch, kommt an Leonhard Krippner vorbei. Das ist ein wichtiges Momentum, denn der McLaren will über Zeit hinweg viel, viel Pace verlieren. Das könnte Alexander Dornieden sein. Und jetzt geht Leonhard Krippner weit, verpasst da die Schikane. Und Wisniewski scheint da plötzlich Schützenhilfe für Christopher Höckfeld zu geben, weil der Zweikampf gegen Moritz Löhner dauert zu lange, zumindest für die Dörr-Jungs, während Christopher natürlich am Fighten ist. Christopher ist der grün-graue BMW und er zieht da jetzt schön innen vorbei in der Lesmo und ist durch, Position 3. Beziehungsweise, wenn du einen Contact-Boost verursachst. Und was bedeutet das jetzt? Also, in der Simulation ist es eben nicht so. Und da geht Höckfeld an Nikodem Wisniewski vorbei. Position Nummer 2 für ihn. Ja. Das ist der erste Sieg des Tages. Direkt rausziehen, direkt rangehen. Und guck dir das an, Leonhard Krippner. Der macht schon ein Stückchen langsamer. Der lässt Höckfeld auffahren. Gibt dann trotzdem rechtzeitig Gas. Hinten gibt's einen Big One. Da erwischt es mehrere Fahrzeuge. Das ist Pietsch, das ist Banner. Das ist Adam Pinches, den es damit erwischt. Leon Rüdiger wird fast schon direkt kassiert. Jetzt von Christopher Höckfeld. Der kriegt einen Schlag hinten drauf. Von Moritz Löhner. Das anzettelt das Auto. Ach, von Florian Hasse. Auch jetzt noch eine Möglichkeit vielleicht von Banki Christopher Höckfeld. Da kommt schon ein Angriff. Zu Slowdown, irgendwie in den Undercut reinzudrücken, aber Höckfeld setzt sich da schön innen daneben, wird auf den Anti-Cut gedrückt, also Banki lässt ihm da absolut gar keinen Platz. Und Höckfeld kommt rein. Okay. Solange Höckfeld nicht auf der 6 rauskommt, dann war es das Leonhard Krippner mit dem Undercut, das könnte funktioniert haben. Über die weiße Linie darf er nicht fahren. Das wurde vorher geklärt. Ja. Und da fährt Höckfeld über die weiße Linie drüber. Das gibt auf jeden Fall eine Strafe. 5 Sekunden rechnen wir obendrauf auf Christopher Höckfelds Zeit. Und damit ist alles offen ganz plötzlich. Da vermiest sich der Schwede die Meisterschaft. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt wird's richtig wild da hinten. Krippner versucht's eben. Gegenüber Max Pfeiffer. Sigi weiß nicht, wo er hin soll. Da wird viel Lack ausgetauscht. Das kostet unglaublich viel Zeit. Da möchte man meinen, normalerweise greift man nicht in den Meisterschaftskampf ein, aber das sieht der Türke anders und jetzt hat er die Nase vorne. Naja, er muss sich trotzdem auf dem Anticut wiederfinden und jetzt zieht er mit dem Mercedes vor den BMW und der BMW greift sicherlich nicht an, sondern verteidigt. Ist das schon? Das ist die letzte Runde. Es ist die letzte Runde. Und Gian greift nicht mehr an. Und Benze Banki, der wird das Rennen an dieser Stelle beenden. Der rechnet schon im Kopf durch. Reicht das nicht? Er diskutiert mit dem Team. Er diskutiert mit dem Team. Er weiß nicht, ob er gewonnen hat. Das sieht man ihm an. Er freut sich nicht. Höckfeld nur auf der 3 zumindest nominell.